Ja, hallo, ist Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter, Diplompsychologe und meine Arbeit findest du auf liebeschimpf.de. Gibt viele lecker neue Kurse im April rund um Resilienz zum ersten Mal, aber ansonsten Liebe, Beziehung, Dating, Bildungsängste und so weiter. Und im April kommt ja auch mein neues Buch raus am 11. April, ne? Die neue Dimension der Liebe. Ja, heute geht es so ein bisschen um das Thema, dass man seine Standards natürlich auch auf sich selber anwendet, nicht nur auf andere Menschen. Und ja, wir schauen mal rein. Liebster Hemschi, ich, weiblich in den 30ern, bin nun seit 3 Jahren Kundin, buchen Kurse und Follower von dir. Danke für alles, was du tust. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich immer noch bei meinem drogensüchtigen Tox-Ex. Meine Historie ist die einer typisch Bindungssüchtigen. Erste Beziehung. Ah Gott, ich will euch jetzt hier nicht anträgern, aber sehr früh bin dann einen eifersüchtigen Choleriker geraten und seither fast durchgängig in Beziehungen. In meinem Erwachsenenleben hatte ich 3 längere Beziehungen. Ein Mann mit einer diagnostizierten psychischen Störung. 6 Jahre, davon 3 wirklich schön. Ein Bindungsängstler und Choleriker und eben ein Süchtiger, wir reden hier von harten Drogen. Seit Mitte letzten Jahres bin ich Single nach einer 3-monatigen Datingpause. Ist ein bisschen wenig. Bisschen wenig vielleicht. Habe ich im Februar 22 wieder mit dem Dating begonnen. Online, ich weiß, aber Corona, ja, das ist doch fast alles. Alles, naja, egal. Okay, nach einer Woche und 1300 Matching-Anfragen, oh, scheint es beliebt zu sein. habe ich mich bei Lavu, Leute, muss das denn landen? Okay, wieder abgemeldet. Telefonnummer bekam 8 und ein zweites Date gab es bei 3 Männern. Keine roten Flaggen soweit. Alle, außer dass die auch ein Dating-App sind, aber egal. Alle Single, alle mit Wunsch nach monogamer Beziehung. Leider wollte keiner nur mich daten. Hallo, Online-Dating, tada. Also haben wir uns noch parallel gedatet. Oder du hättest sagen können, ja gut, wenn wir jetzt das erste Date, okay. Erste, zweite Date, okay. Ja, ist dann halt so. Da kam aber auch gleich das Backfire. Eine Freundin und ich haben den gleichen Mann gedatet. Leute, lass es doch mit dem Online-Dating, ey. Bitte, 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 bitte. Gut. Früher hätte ich die Freundschaft riskiert, aber jetzt hatte ich meine Bindungssucht gut genug im Griff. Sehr gut. Und habe mich aus dem Dreieck verabschiedet. Bombe. Wie ist denn das mit deiner Freundin da weitergegangen? Würde mich mal interessieren. Dann waren es noch 2. Mann A war motiviert im Texting und Sexting. Ich finde ja Sexting vorm ersten Bunga immer ein bisschen komisch, aber naja. Aber Treffen waren sehr schwierig zustande zu bringen. Ja, gut, ist, weißt ja schon, was das heißt, ne? Keine Zeit, 1000 andere daten. Vielleicht holst du dir auch die falschen Männer daraus, die, weiß ich nicht, vielleicht auch zu viele Optionen haben und dann keinen Bock haben auf irgendwas Monogames, auch wenn sie es sagen. So, wo war ich jetzt? In 1,5 Monaten haben wir uns 3-mal abends getroffen. Die persönlichen Treffen und der What? Der Bunga waren schön? Wie ich dachte, okay. Gut. Ja, also nicht, dass das falsch wäre, aber ich würde, also spätestens, wenn man dann, wenn es in die Kiste geht, da würde ich nicht mehr parallel daten, ne? Also könnt ihr natürlich machen, aber was soll dabei rauskommen irgendwie, ne? Also finde ich schwierig. Es sei denn, man steht auf offene Beziehungen und so, dann kann man es natürlich machen, aber also wenn ihr beide monogame Beziehungen sucht, würde ich das nicht machen, ne? Ihr seid doch nicht hier bei Bachelor oder so, ne? Die persönlichen Treffen und der Bunga waren schön, aber ich hatte Probleme, in meiner Polarität zu bleiben, weil er angeblich wegen früheren Verletzungen mit persönlichen Treffen extrem zurückhaltend war. Ja, warum? Weil er andere datet. Ja. Gestern habe ich mal wieder etwas gestichelt, daraufhin hat er gesagt, er glaubt, es wird nichts Ernstes mit uns. Ja, super. Dann war ich wieder ganz klar, gleich raus, schönes Leben. Ja, okay, gut, sehr gut. Next. Er wollte aber nicht gar keinen Kontakt.
Ich habe klar kommuniziert, dass ich keine Freundschaft plus wolle. Dann meinte er, eine Freundschaft wäre ja auch möglich. Nee, ist eben nicht möglich, weil ihr aus dem Dating-Zusammenhang kommt, ne? Und das wollte ich nicht. Ja, sehr gut. Klare Standards, sehr gut. Aufgrund dieses Theaters gehe ich davon aus, es hätte wirklich nicht gepasst, egal was ich getan hätte. Ja, klar. Es ist soweit, so gut erstmal. Trotzdem fühle ich mich gerade miserabel wegen des Kontaktabbruchs. Ja, aber das übt sich. Das musst du ja vielleicht auch noch üben. Das wird jedes Mal leichter. Mein Problem ist jetzt auch, dass ich mir unsicher bin, ob ich nicht zu ungeduldig war. Nee. Mann B ist etwas speziell. Es läuft super, wenig Geschreibsel. 2 bis 3 Mal die Woche Dates. Bunga ist super. Ich würde nicht parallel mit Männern schlafen. Gerade mit deiner Historie würde ich nicht machen. Ey. Ganz ehrlich, das ist keine Moral, ne? Ist kein Slut-Shaming oder sowas, wie man es heute nennt. Also hat mit dir ja gar nichts zu tun. Aber ich würde es einfach nicht machen. Ich glaube, das ist nicht gut für dein Liebeschip. So. Also. Und nicht, dass du das nicht darfst. Jetzt versteht mich nicht falsch wieder hier, ne? Darfst du, aber ich glaube nicht, dass es für dich gut ist mit dem, was du geschrieben hast. Ja. Vor allem, wenn man eine monogame Beziehung will, ne? Humor passt super, macht wirklich Spaß mit ihm. Nur ein Thema geht gar nicht. Label für unsere Verhältnisse finden. Er sagt immer, er habe nicht Gefühle, um sich festzulegen und brauche mehr Zeit. Daten jetzt 2 Monate. Next. Kann ich schon aufhören zu lesen. So ist das im Online-Dating. Ihr müsst unter Umständen 10, 20, 30, 40 Leute daten. Das ist so. Ja, viel Spaß. Er hatte noch nie eine längere Beziehung. Ach, muss ich gar nicht weiterlesen. Nein. Ja. Okay, jetzt kommen noch so diverse Details, also absurde Details mit Menschen und Tierheimen und okay, aber lassen wir es mal raus. Er ist für mich da, wenn ich ihn brauche, muntert mich auf, wenn ich einen schlechten Tag habe. Wir können die Finger kaum voneinander lassen. Er kommt aber auch vorbei, wenn es keinen Sex gibt. Und er hat mich schon seiner Schwester vorgestellt und wollte mich auch der Mutter vorstellen. Ja, Leute, aber ich sage euch immer, keine unklaren Situationen. Es ist schon jetzt hier eine unklare Situation. Ganz egal, was da jetzt kommt, ne? Weil er will kein Commitment mehr, brauchst du nicht wissen. So, und er weiß immer noch nicht, was er nach dir will, obwohl du ihm deinen Körper geschenkt hast und so. Was er hat er immer noch irgendwie. Weiß er immer noch nicht, was er will? Und darfst du wirklich hoch in die Säge sagen, komm, sorry, wenn ein Mann mit mir geschlafen hat und er will mich nicht, sorry, das tue ich mir nicht an. Ne? Kannst du echt, das würde ich nie machen, ne? Was ich aber noch nicht wollte, was er sofort ohne Drama akzeptiert hat. Manchmal glaube ich, leichte Anflüge einer Kritikphase zu sehen, aber nichts wirklich Gravierendes. Was mich sehr stört, sind die Geschichten von den anderen Dates, dass ich. Oh, Leute, ey, tut euch das doch nicht an, wirklich. Hast du vielleicht noch ein Bindungsangstthema, dass du solche Männer unbedingt daten willst? Da muss man auch mal nachgucken. Ich will jetzt nicht zu streng sein, aber warum? Warum lässt du ihnen andere Dates haben, ey? Also du willst eine monogame Beziehung und dann solltest du auch monogam daten, wäre mein Vorschlag. Und solltest auch Männer daten, die monogam daten. Ich weiß, man kann natürlich so ein modernes Konzept fahren, das würde ich aber, wenn man nicht offene, lockere Mingle-Affären sucht, würde ich das nicht machen so, ne? Wie soll man sich denn da auf eine Person einlassen? Das geht doch gar nicht, ne? Finde ich, ja, und ich meine auch, dass ich das in meinen Kursen sagen würde, dass man sich von unklaren Situationen fernhalten soll. Musst du auch umsetzen dann, ne? Ich meine, du machst ja schon viel richtig hier, aber da ist noch eine Unklarheit, ne? Was ich versuche zu drosseln, da ich mich dann immer wie die zweite Wahl fühle, obwohl er die gleich wieder abschießt und dann doch bei mir bleibt. Oh. Ja, es hört sich jetzt sehr modern an und Vogue, aber also du trainierst ihn auch und wie soll er das jemals wieder ablegen? Du trainierst ihn, dass er machen kann, was er will. Und von dir das kriegt, was er will. Aber du kriegst nicht das, was du willst. Würde ich never fucking ever machen, ne? Ja. Was mache ich jetzt mit dem weg? Next. Bin ich nach 2 Monaten zu ungeduldig? Nope.
Das Thema ist von Anfang an ein Problem gewesen. Ich habe auch viel zu wenig Druck gemacht. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und da ich aus der Angst heraus wieder zu wenig Standards habe. Du, das muss man alles üben. Ist alles okay. Ist alles okay. Du übst es und du siehst, wo es liegt. Und jetzt weißt du auch, was zu tun ist. Ne? Ab wann ist man denn, kann man ein Commitment verlangen? Wenn du es willst, das bestimmst du. Und der andere darf natürlich Nein sagen. Ne? Und dann musst du nur deine Konsequenzen draus ziehen. Ne? In welchen Zeitabständen sind Dates auch okay? Ab wann ist es mangelndes Interesse? Also ich finde diese Sache jetzt wenn man jetzt jemand so zum ersten Mal datet und lernt sich kennen und dann hat man vielleicht nicht immer Zeit, wenn das am Anfang mal so ein bisschen Zeit dazwischen ist, aber eigentlich sollte es dann schnell zünden, dass man schon nach ein, zwei Dates denkt, boah, Hammer, vor allen Dingen nach dem ersten Bunga sollte einfach Feuer drin sein und nicht nochmal 20 andere daten und ich weiß nicht und lass uns auch Leichtigkeit haben und das ist alles so lustig und cool hier und können wir nicht noch irgendwie keine Ahnung noch Zweier, Dreier und noch in Swingerclub und vielleicht weiß ich dann, was ich will. Leute, ey, das muss gleich losballern und dann haben wir immer noch genug Probleme, vielleicht hinterher mit Bindungsangst, aber am Anfang muss es nach den ersten Dates muss es einfach zünden, losballern und dann geht die Party los und dann ist auch kein anderer am Start. Ne? Alles andere ist Murks, wenn man eine committed Beziehung will. Ne? Wie überprüfe ich, ob der ein normales Bindungssystem hat, ohne ihn zu verhören? Ihr müsst gar nicht nach Bindungssystem suchen, er will einfach nicht. Fertig, uninteressant. Ist scheißegal, was er für ein Bindungssystem hat. Würde mich überhaupt nicht interessieren. Hast du noch Tipps über mangelnde Chemie und Salatdating? Ach so, okay. Unterscheiden kann. Ja, das wirst du schon merken, aber der Punkt ist ja gar nicht da. Ihr habt ja Chemie hier. Ne? Und Chemie sollte am Anfang auch immer da sein. Das sollten Themen sein, die sich später zeigen. Ne? Dass man vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat mit seinem Liebeship, weil nicht kein Drama da ist und so. Aber das sollte trotzdem, am Anfang sollte die Post abgehen. Ne? Nicht so toxisch und obsessiv, aber schon. Ja. Ich schreibe jetzt schon zum dritten Mal. Na, heute bist du erhört worden und würde mich über eine YouTube-Antwort sehr freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.